Bundesagentur für Arbeit legte heute die neuesten Arbeitsmarktzahlen für Niedersachsen und Bremen vor. Der Trend für den laufenden Monat Juli sieht positiv aus, denn der bundesweite Stellenindex legte zu. Er spiegelt wider, ob die Nachfrage von Arbeitskräften steigt oder fällt. Im Juni war die Zahl der Menschen ohne Arbeit in Niedersachsen und Bremen spürbar gesunken. Jedoch ließ der frühe Ferienbeginn die Arbeitslosenzahlen im Juli wieder ansteigen. Da sich viele Schulabgänger arbeitslos melden, hat vor allem die Jugendarbeitslosigkeit zugenommen.